Willkommen zurück bei Minecraft. Hallo? Und jetzt bin ich wieder verängstigt wie ein Kleinkind vor seinem ersten Schultag. wir wollten ja in dem Part den Spawner ausbauen. Aber zuerst schalte ich. Soll ich auf Peaceful schalten? Ich meine, hier ist ja nichts besonders spannend, ne? Außer dass uns ein paar Monster nerven könnten. Okay, dann schalte ich auf Peaceful. Nein, nicht das. Hier, friedlich. So. Jetzt bearbeiten wir wenigstens Spawner. Nehmen wir erstmal das hier mit. Mich wundert, dass hier, wobei das ist ja vom Dungeon, ne? Ja. Erstmal die Mobstones mitnehmen, das ist das Wichtigste und das A und O eines Dungeons. Die Spinnnetze können wir auch mitnehmen. Ich meine, die stören ja auch einfach nur. Dann nehmen wir hier noch die Moossteine mit. Ist ja jetzt auch ein bisschen was anderes, außer nur Höhlen erkunden, ne? Mal was für zwischendurch. Und wir haben hier Redstone, sehr schön. Hoffentlich finden wir auch ein paar Diamanten. Ich möchte nämlich Diamanten für einen Enchantment-Table sammeln. Noch in dieser Höhlenerkundung, wenn es geht. Für einen Enchantment-Table braucht man 3 Obsidian, soweit ich weiß, und 2 Diamanten. Und allein um Obsidian abbauen zu können, braucht man eine Diamantenspitzhacke. Und dafür brauchen wir allein 3 Diamanten. Das heißt, wir brauchen insgesamt 5 Diamanten für einen Enchantment-Table. So, machen wir hier wieder ein bisschen hell. Oder ist ja schon hell, aber... Ne, wisst ihr, was ich meine? Ich meine ein bisschen den Spawn hier. So. Dam-da-dam-da-dam. Gut, die Moossteine hätten wir soweit fast alle. Ja, wenn wir schon dabei sind. Hier ein bisschen Redstone. Ist hier noch was? Ja, da ist sogar noch ein bisschen. Cool. Ah, hier ebenfalls. Na gut. Und da auch. Oh mein Gott, so viel Redstone. Okay, hier ist nichts mehr. Machen wir es dicht. Hier. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack und zack und zack. So. Ja, hier ist noch ein Moosstein. Ein moosiger Stein. Lagern wir die einfach mal hier in die Truhe. 47 ist aber wenig für einen Dungeon. Na gut, hier ist ja auch eine Mine in der Nähe. Das könnte ein bisschen was erklären. Gut, dann nehmen wir mal hier ein bisschen die das Minenzeug mit. Dafür brauchen wir eine Axt. Ja, wir haben ja da 2 Stöcke. Machen wir uns gleich eine Eisenaxt. Okay. Ich werde dann auf Easy schalten, wenn wir den Spawner so weit fertig haben, dass nichts mehr rauskommt. Aber zuvor nutzen wir auch die Gelegenheit und nehmen uns ein bisschen was mit. Das können wir jetzt auch mitnehmen. Das haben wir ja nur hinplatziert, damit uns nichts attackieren kann. Hier ein paar Zäune, die können wir vielleicht für unsere Farm gebrauchen, die wir noch nicht haben. Hier auch noch. Oh, da wollte gerade was spawnen, weil hier was gedampft hat. Gruselig. So, dann nehmen wir hier noch was mit. Zack, 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 damit hier alles schön gerade aussieht, obwohl es noch gar nicht gerade aussehen kann. So. Hier ist Gravel runtergefallen, deswegen ist hier oben so eine große, so ein großes Loch. Gut, diesen Bereich erforsche ich nämlich noch nicht mit, weil das man fast als Cheaten nennen kann. So, die Truhe nehmen wir auch noch mit. Die hier auch noch. Gut, wie wollen wir das denn jetzt bauen? Mir noch überlegen.
Ach, damit noch den Sattel, den wir mal vergessen haben. Zäune kommen auch rein. Fäden kommen rein. Schwarzpulver kommt auch rein. Gut. Wie machen wir das jetzt? Ich schlage vor, wir machen erst einmal hier die Decke hier weg. Also ich bin nicht so der Obermaster Monsterfallenbauer. Das habt ihr sicherlich schon bei meiner Spinnfalle bemerkt, die ziemlich schlicht und einfach gebaut wurde. So, ich weiß nicht einmal, wie man eine Lavafalle baut, so richtig optimal. Also ich habe höchstens mal geschafft, eine Erstickungsfalle zu bauen. So, dann machen wir hier noch ein bisschen was mit. Okay. Hier können wir ja dicht machen. Nein! Hier, genau da. So. Okay. Die Decke können wir eigentlich auch versiegeln. Ich weiß nicht, dass da irgendwelche Scharlatane spawnen. Zack. 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 Und zack. Hey! Es ist peaceful und trotzdem habe ich gerade einen Fall gehört. Na gut, die Monster spawnen zwar auf peaceful, verschwinden aber dann sofort wieder. Und ich glaube, da ist gerade ein Skelett gespawnt, das uns sofort attackiert hat und sofort wieder die gespawnt ist. Das liegt daran, weil es nicht optimal erhellt ist. So. Ich weiß, ich habe es übertrieben, aber ist mir egal. So, wie bauen wir den jetzt weiter? Also die Mitte halten wir nicht gerade. Also ich will damit sagen, es ist nicht mittig der Spawner. Das heißt, wir sollten das vielleicht noch mittig anlegen. Mal schauen. Ich gehe da nicht mehr runter, falls ich mich noch mal erschrecke. Ich weiß, ich bin ein Weichei. 1, 2, 3, 4, okay. Hier ist 1, 2, 3, 4, hier bis zum Spawn und hier sind es 2. Das heißt, wir müssen das noch um 2 weitere vergrößern. Oh ja, passt es so? Nee, passt nicht. Hier, so. Und was kann ich denn dabei quatschen? Also Themen habe ich mir jetzt keine zurechtgelegt. Ich habe jetzt allerdings auch keine Lust, etwas zu quatschen. Ja, ich bin faul, ich weiß. Melodramatische Szenen spielen sich hier ab in Minecraft. Obwohl ich nicht weiß, was melodramatisch heißt. Ich sag das Wort einfach nur so, weil es cool klingt. Oh mein Gott. Immerhin kriegen wir keinen Schaden dadurch. Na, sehen wir es positiv. Die Pfeile härten ab. In Sachen Pussy-Mäßigkeit, was bei mir sehr extrem vorliegt. Naja, haben wir uns eine Steinaxt. Ist zwar nicht so gut wie eine Eisenaxt, aber besser ist nichts. Ach, machen wir uns gleich eine Axt, eine Steinaxt, eine Steinspitzhacke, sorry. So, hier. Hier auch noch, damit es eben aussieht. Eigentlich sollte man bei Bauarbeiten ja was quatschen, oder? Was meint ihr? Also schreibt der Kommi, falls ihr wollt, dass ich was quatschen soll, während wir bauen, hier was abbauen oder so. Oder schreibt das
Oder schreibt er, nein, bau nicht, nein, quatsch nicht, wenn wir was bauen oder so. Ist mir beides recht, also. Von mir aus kann man quatschen, wenn ihr wollt. Obwohl ich nicht der besonders besonders große Sprecher bin. Was für ein Let's Player eigentlich üblich ist, dass man sehr viel sprechen tut. Dam, dam, dam. Ich bin ja mehr so der Zocker, ne? So sprechmäßig bin ich nicht so der Ober Super Duper Pro wie der Gronkh. Der Gronkh, der fällt ja zu einem beschissenen ja zu einer Sache gleich 1000 Wörter ein, ne? Wo mir zum Beispiel nur ein Wort einfallen würde oder so zum Beispiel. Okay, wie machen wir es denn jetzt? Nun, da der Spawner jetzt eben ist, können wir da hinten schließen, falls da was, damit hier nichts mehr kommen kann. Kommen. Versteht ihr? Kommen. Nee, nicht witzig, ich weiß. So, ich weiß nicht, hier wäre Glas vom Vorteil. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, genau. Wir bauen es so wie der Spinnenspawner. Bis auf dass sie sich dann bei einer Ebene sammeln. Und wie sie dann kaputt kloppen können, ähnlich wie bei der Spinnenfalle. But first I like to make ach egal. But I first I like to make the Wasser Dings da, ne, also das Wasserzeug, was die NPCs dann in dem Fall die Skelette zu einem Ort bringt, wo sie dann von uns abgemessert werden, ähnlich wie bei der Spinnenfalle. So, hier. Und gleich macht sie da. So, das ist mir übrigens mal passiert bei einem Spinnenspawner, dass hier was gespawnt ist. Und dann habe ich sogar Schaden gekriegt. Und da habe ich mich total erschrocken. Ja, ich bin halt ein großes Weichei. Ich habe schon Angst, wenn ich zu einem Spawner hier entlang rangehe. Hilfe! Hier ein bisschen Redstone noch. Ach ja, stimmt, das muss man mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Ganz vergessen, in meiner Let's Show Welt spiele ich ja öfters noch ein bisschen. Könnte ich eigentlich mal ein neues Let's Show machen, aber ich habe da eigentlich nicht so die Lust dazu. Vielleicht mache ich ja einmal im Jahr ein Let's Show oder so. Mal schauen. In dem Giga, Mega, Hyper, Mega, Super, Duper, Extra, Longer Part oder so. Hier das auch noch mit. Wir hatten das hier eigentlich platziert. Früher die ersten Minen, die waren ja komplett aus Bretter und dann hat man die Zäune noch hinzugefügt. Okay, dann da bauen wir uns einen Ofen, damit wir uns das Eisen gleich brennen können. Nein, nicht Fleisch, sondern das hier. Kohle, wo ist Kohle? Haben wir keine Kohle? Oh mein Gott. Ich bin zutiefst überrascht, dass wir keine Kohle jetzt haben. Anscheinend liegt die oben. Soll ich es sehr schnell holen? Nee, ich glaube nicht. Lass uns mal. Ach ja, wir brauchen ja Eisen für Eimer, ne? Und dann brauchen wir noch Wasser. Ich glaube, da werde ich mal wieder auf einfach schalten müssen. Aber dann ist hier wieder das Spawner übersehen von Skeletten. Wie mache ich das denn jetzt? Hey! Also gut, ich hole mal schnell Kohle. Soll ich auf Easy schalten oder nicht? Was meint ihr?
Also wenn, ja, easy ist natürlich ein Vorteil, ne? Dann ist es spannend und ihr erlebt die dramatische Action pur. Aber wenn ich nicht auf easy schalte, dann ist es nicht so spannend. Und ich mache mal kurz Pause. So, bin ich wieder. Musik an, Musik an. Also wisst ihr was? Ich schalte mal schnell auf easy. Allerdings mache ich das hier zu, damit hier nichts kommen kann, wenn wir dann wieder zurückkehren. So, erstmal ein neues Schwert. Schwert. Verdammt, wir haben wieder mal keine Sticks dabei. Und wir haben nur ein Eisen. Ein einziges Eisen. Na toll. Nein, so macht man das. Nein, so. So, Steinschwert. Bitte geht doch. Die Cobblestones lagern wir einfach da drin. Und die Musik macht mich jetzt schon nervös. Moment, ist sie beschädigt, das Steinschwert? Sieht für mich danach aus. Gut, dann wieder einen auf Easy machen. Und jetzt wieder einen auf Weichei. Ja, da haben wir noch ein bisschen Lapis übersehen. Hey Kevin, du hast da Lapis übersehen. Na gut, ich habe eine Gänsehaut, Leute. Ernsthaft jetzt? Nein, hier so. Ernsthaft, Leute, ich habe Gänsehaut. Gänsehaut. Oh, Gänsehaut, Gänsehaut bildet sich bei mir. Gänsehaut, hier haben wir Eisen. Juhu. Das sind die Melonenkerne. Aber wo ist die Kohle? Haben wir echt keine Kohle mehr? Oder haben wir sie alle für Fackeln ausgegeben? Und ich habe bis jetzt noch gar keinen NPC gesehen. Ja, wir haben es im letzten Party ganz schön gut erhellt, fällt mir gerade ein. Fällt mir gerade auf. Ist sie überhaupt auf Easy? Ja. Aber warum ist hier nichts? Mysteriös. Ich glaube, da muss ich jetzt mal ein bisschen Kohle sammeln gehen, obwohl ich Muffensausen habe. Oh je, oh je. Ist jemand? Suchen wir mal hier am Rand nach Kohle oder versuchen wir da hinten mal hinzukommen. Das Problem ist, wir haben unsere Cobblestones gelagert. Und da unten liegt noch Lapis. Habe ich das schon erwähnt? Jetzt da unten ist nichts mehr. Das ist nur der Anschein. Wie heißt das Sprichwort? Der Schein trügt. Hier oben ist Kohle. Aber bis jetzt noch kein Zombie oder irgendein anderes Viech. Und ich höre einen Enderman. Und da ist er. Jetzt habt ihr dann auch gehört. Bloß nicht anschauen. Ich habe keinen Bock jetzt gegen einen Enderman zu kämpfen. Hä? Er hat das Wasser berührt. Fail. Stimmt, der Endermans kriegen Schaden, wenn sie Wasser berühren. Pass auf, du killst dich noch selber. Warte, ich helfe dir. Na komm her. Ich mach dich fertig. Und tschüss! Der hat seine Endepelle liegen gelassen, na gut. Und jetzt, da liegt noch Kohle. Und ich mache mal kurz Pause. Und bin ich wieder. Wir wollten ja die Kohle mitnehmen.
Hier war ja Kohle, habe ich gesehen. Ja, sorry, ist heute ein bisschen anders der Part als sonst. Ihr könnt eigentlich runterjumpen. Aber ich möchte das ja nicht. Nicht, weil ich ein Weichei bin, sondern weil ich nicht weiß, was da unten ist. Und weil ich ein Weichei bin. Ah, hier ist die Kohle, okay. Die wollten wir uns ja gerade holen, genau. Gravin Kohle. Scheiße, das war's schon. Das war's mit unserer Kohle. Also ich glaube, komm. Wir nehmen uns jetzt mal die Klippe vor und erkunden sie erst einmal und dann holen wir uns die ganzen Rohstoffe und bauen uns den Spawner aus. Weil es hat so keinen Sinn, ständig dieses. Oh, ich bin Weichei. Oh, ich will das nicht einsammeln. Oh, da ist etwas. Es geht mir jetzt langsam auf den Senkel. Euch wahrscheinlich jetzt auch. Deswegen nehme ich jetzt. Hilfe. Nein, komm. Überwinde deine Angst, Kevin. Was ist da oben? Oh, da kann jederzeit was runterkommen. Skelett. Da haben wir im letzten Part auch ein Skelett hier gefunden. Ich glaube, die Klippe ist erwacht. Hier ist Obsidian. Gehen wir mal hier entlang. Ihr habt uns einen Creeper im letzten Part erschrocken. Oder mich, beziehungsweise euch ja nicht. Hier ist Lava. Was labert der? Oje, oje. Was laberst du? Was labere ich eigentlich da? So, wir können jetzt da hoch eigentlich. So, jetzt sind wir schon auf der anderen Seite der Klippe. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, okay. Ich habe zwar Angst, aber ich sag mal nicht, dass ich Angst habe. So. Oh, hi Zombie. Fall in die Lava, damit, was ist da drin? Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Eine Spinne. Uiui, eine Spinne. Spider-Man. Was denn? Und die Spinne kommt her. Und der Zombie ebenfalls. Ich will nicht mit dir spielen, tut mir leid. Nein, 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 bleib weg. What? Tut mir leid, Herr. Ich möchte kein Autogramm von Ihnen. Und ich habe schon wieder Gänsehaut. Wie kann das sein? Bin ich wirklich so ein Weichei? Ja, das bist du. Was ist das? Ah, ein Spinnenauge. Ach du Scheiße. Ich glaub's nicht. Ich glaube, ich werde die Höhle nicht erkunden können, weil ich zu viel. Ach, das gibt's doch nicht. Was ist denn das hier? Das ist Minecraft! Ja, ich weiß, dass es Minecraft ist, aber. Das ist Crankcraft, krankes Kraften. Wir müssen da irgendwie hoch. Wir werden niemals jemanden finden, wenn ich so weiter einen auf Pussy mache. Ich muss meine Angst irgendwie überwinden können. Ich war ja im vorletzten Part ja noch einigermaßen mutig, ne, mit dem Erkunden. Im letzten Part ebenfalls, aber jetzt bin ich sau verweichlicht.
Ich glaube, ich sollte mal mehrere Aufnahmesessions am Stück machen, damit mein Mut nicht ständig nach dem Part sinkt. Oh Gott. Ich habe echt Muffensausen, das zu erforschen und. Ja, ist das eine Mine? Nein, das ist keine Mine. Das ist nur Stein. Sah für mich aus wie ein Holzblock. Gut, ich glaube, das hätten wir jetzt einigermaßen erforscht. Und hier ist es einigermaßen sicher. Springen wir drüber. So. Jetzt erkunden wir die Mine. Auch wenn ich Angst habe. Was mache ich da eigentlich? Ich platziere einfach so Blöcke, weil ich Angst habe. Ich traue mich nicht mal runter zur. Ah! Soll ich es riskieren? Soll ich da reingehen? Das Sprichwort heißt ja, wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Leider kann man in Minecraft nicht gewinnen. Okay. Sieht ja sehr sicher aus. Und mit sicher war ich nicht völlig unsicher. Ich hasse es, wenn sich eine Höhle in drei oder mehrere Wege spaltet. Uiuiui. Welchen Weg nehmen wir denn jetzt? Wir können uns hier sehr leicht verlaufen. Den unteren könnten wir vermeiden allerdings, weil. Gott, da ist noch ein neuer Weg. Oje, oje. Oje, oje, oje. Ich hab Angst. Und sowas hasse ich am meisten. Weil man dann, wenn man da vorbei sieht, dann kann rechts und links ein Creeper auf einen warten. Gehen wir mal nach unten. Okay, unten ist sauber. Da ist noch ein bisschen Wasser. Ich bin jetzt sehr angespannt, Leute. Oh, er ist angespannt. Oh. Hier ist Lapitz. Ich piss mir auch gleich an. Hilfe. Gehen wir hier weiter. Nein, gehen wir nicht hier weiter. Doch, gehen wir weiter. Überwinde deinen Mut, Kevin. Ey, überwinde deine Angst, Kevin. Überwinde deine Angst. Schade, dass wir kein Eisen gerade dabei haben, sonst hätten wir uns das schöne Lapis jetzt mitnehmen können. Okay, hier scheint sicher zu sein. Und nein, ich errichte mir jetzt keine neue Basis, weil wir hier unten schon over 9000 Basen haben. Scheiße, wir haben nichts anderes mehr außer Holz. Na gut, dann nehme ich Holz, ist ja auch egal. Wir sind hier in der Mine, da passt es ja optisch eigentlich. Hey! Ich hab Angst, so viel Angst. Ich will heim zu meinen Schafen und mit ihnen spielen im Gehege.
Mit meinen Schafen. Und nicht hier unten verrecken. Verdammt, mir fällt gerade auf, wir haben so wenig Leben. Da gibt es eine Möglichkeit. Phrasen. Nehmen wir mal die Mine ein bisschen auseinander. Auseinander! Hallo? Jemand da? Jemand da? Nein. Doch. Hier sind mehrere Zombies. Könnte ein Hinweis auf einen Spawner sein. Und der... Nur den... Da brennt doch was. Hört ihr das? Da brennt etwas. Angst. Bis zum nächsten Part, Leute. Servus.